Je mehr du in deinem Leben zu tun versuchst, desto größer wird deine Angst vor dem Tod sein. Denn der Tod ist das Ende jeglichen Tuns. Es ist das Ende des Denkens und der emotionalen Reaktionen auf die Gedanken und Handlungen anderer. Der Tod ist das Ende der Trennung. Das Ende des Körpers, das Ende des konditionierten Verstandes. Wenn man den Körper verlässt, gibt es keinen denkenden, träumenden, planenden Verstand mehr. Und doch findet unmittelbare Kommunikation statt. Wie kann das sein? Der Geist an sich ist unbegrenzt. Er ist nicht den Gesetzen von Raum und Zeit unterworfen, sondern geht über alle Grenzen hinaus. Ihr erfahrt nur jenen Teil des Geistes, den ihr auf der individuellen und kollektiven Ebene begrenzt habt, damit er in euren Bezugsrahmen passt. Doch jenseits eures Verstehens oder Gewahrseins sind noch andere Aspekte des Geistes wirksam. Der Tod ist das Ende des subjektiven, getrennten Bewusstseins. Er ist das Ende der euch bekannten Form der Kommunikation, denn auf eurer Erfahrungsebene findet Kommunikation zwischen zwei getrennten, separaten Bewusstseinsströmen statt. Diese Erfahrung der Kommunikation ist illusionär. Das heißt, sie ist ein extrem begrenzter Aspekt einer Erfahrung, die grenzenlos ist. Jene von euch, die dem Tod schon einmal nahe gekommen sind, wissen, dass es eine Realität gibt, die die Wahrnehmungsgrenzen dieser Welt übersteigt. In jener Welt geschieht Kommunikation spontan und allumfassend. Mit anderen Worten, es gibt dort niemanden, der nicht weiß, was du denkst. Aber das macht dir nichts aus, denn auch du weißt, was alle anderen denken. Weil es dort keine privaten Gedanken gibt, wird jeder begrenzende Gedanke sofort durch einen weniger begrenzenden korrigiert. Da deine Selbstwahrnehmung durch deine Gedanken definiert wird, empfindest du nun eine ständige Erweiterung des Selbst, da das Denken sich über seine Grenzen hinaus ausdehnt. Das Interessante daran ist, dass du jetzt frei von jeglicher Befangenheit, ohne innere Kämpfe mit dem unbegrenzten Sein kommunizierst. Dein Körper badet in Licht. Dein Herz kann die bedingungslose Liebe annehmen und dein Geist hat Zugang zum direkten Verstehen der Wahrheit. All das ist möglich, wenn du einfach still wirst und bereit bist, dies zu erfahren. Wenn du den Körper verlässt, hast du keine Wahl. Du findest dich mitten in dieser Erfahrung wieder, ob du nun dazu bereit bist oder nicht. Leistest du der Erfahrung Widerstand, wirst du wieder zu einem weiteren begrenzten Körper hingezogen, der dir der Erfahrung der Wahrheit bietet, die deinem Entwicklungsstand entspricht und dir eine Weiterentwicklung ermöglicht. Bist du aber bereit, die Erfahrung bedingungsloser Liebe zu machen, wirst du dich durch alle Ängste, die du jemals hattest und alle Einschränkungen, die du dir je auferlegtest, zu einem Ort jenseits aller Ängste oder Begrenzungen bewegen. Das ist der Ort, den ihr Himmel nennt. In den Himmel aufsteigen, den Zyklus von Geburt und Tod beenden, ins Nirvana eingehen, das Karma transzendieren, über den konditionierten Geist hinausgehen, all diese Bezeichnungen bedeuten das Gleiche. Das letztendliche Ziel der Bewusstseinsreise. Jeder kommt an. Jeder erlangt irgendwann die Meisterschaft. Alle Formen spiritueller Praxis dienen lediglich dazu, schneller ans Ziel zu kommen. Sie bieten euch die Möglichkeit, die Erfahrung bedingungsloser Liebe und Gnade hier und jetzt zu machen. Sie laden euch ein, innezuhalten, mit dem Tun und Denken, dem Planen und Träumen aufzuhören. Sie laden euch ein, in der Stille Verbindung mit eurem Selbst aufzunehmen. Und sie fordern euch auf, die auf euch bezogenen Gedanken und Handlungen aller eurer Brüder und Schwestern als Spiegel für eure eigenen Gedanken über euch selbst zu betrachten. Sie entwirren das verschlungene Gewebe des Lebens, bis es zu einem einzigen Gedanken, einem einzigen Atem, einer einzigen Handlung wird.
Sie vermitteln euch, dass jedes Ereignis, jede Beziehung, jede Geste des Herzens oder Bewegung des Geistes ein Vehikel für Gottes Bewusstsein ist. Indem ihr alle Dogmen und leeren Rituale über Bord werft, gelangt ihr zur spirituellen Kernerfahrung, zu der jeder religiösen Tradition innewohnenden Essenz. Der Aufruf zum Frieden, zur Freude, zum Glücklichsein hallt bereits in eurem Herzen und in eurem Geist wider. Diesem Ruf zu folgen heißt, sich auf den Weg machen. Spielt keine Rolle, wie ihr es nennt. Es spielt keine Rolle, wie ihr es ausdrückt. Der Weg des Gebens wird sich euch offenbaren, und indem ihr gebt, werdet ihr empfangen. Dieser Weg hat seine eigene, einfache Schönheit und sein eigenes Mysterium. Er verläuft immer anders, als ihr denkt, und übersteigt doch niemals eure Fähigkeit, den nächsten Schritt intuitiv zu erfassen. Authentische Spiritualität ist niemals linear. Sie gibt euch auch keine Rezepte. Niemand kann euch sagen, tu dies oder das und dies oder jenes wird geschehen. Was ihr tut, muss aus eurem tiefsten Inneren kommen. Es muss frisch, klar und im Herzen zentriert sein. Es muss spontan getan werden. Wenn es noch mit irgendeinem Überbleibsel aus der Vergangenheit, mit irgendeiner Angst vermischt ist, fehlt das Vertrauen und das Wunder kann sich nicht ereignen. Jedem Gedanken, der frei von Angst ist, jede Handlung, die frei vom Zwang zum Tun, Retten oder Heilen ist, wohnt diese wunderbare Kraft inne. Solche Gedanken und Handlungen unterliegen nicht den Gesetzen von Zeit und Raum und entfalten doch ihre spontane Wirkkraft innerhalb dieser Dimension. Warum ist das so? Weil sie ganz neu sind, weil sie nicht dem konditionierten Bewusstsein entspringen, weil sie spontan sind und auf absolutem Vertrauen beruhen. Ein solcher Gedanke oder eine solche Handlung ist ein lebendiges Gebet, das nicht vorweggenommen oder wiederholt werden kann. Es ist nicht das Resultat deines Lernens, sondern entspringt deiner lebendigen Verbindung mit dem unkonditionierten, unbegrenzten Sein. In der Tiefe deiner Seele erklingt der Ruf, der dich auffordert zu erwachen. Er klingt nicht wie ein Ruf, den irgendjemand anders hört. Wenn du auf andere hörst, wirst du den Ruf nicht vernehmen. Doch wenn du ihn erst einmal hörst, wirst du erkennen, dass andere ihn auf ihre ureigene Weise ebenfalls hören. Und du kannst dich in gegenseitiger Unterstützung mit ihnen vereinen. Indem du sie segnest, segnest du dich selbst. Indem du ihnen die Freiheit lässt, ihren eigenen Weg zu gehen, gibst du dir selbst die Freiheit, deinen Weg zu gehen. Hier gibt es keine Konkurrenz, keine Gier, denn es gibt nichts zu erringen, nichts zu erreichen. Alles ist da, um weitergegeben zu werden. Und in jedem Geschenk, das gegeben wird, sei es deines oder das eines anderen, ist das Wunder enthalten.